Die italienische Regierung möchte über die EU-Kommission eine Klage gegen Österreich und das Bundesland Tirol einleiten, um die Lkw-Fahrverbote in Nordtirol zu Fall zu bringen. Das hätte gravierende Auswirkungen auf Südtirol. Denken wir beispielsweise an das Nachtfahrverbot, an die Lkw-Kontingentierung, die Wochenendfahrverbote. Das alles schützt auch Südtirol, weil dadurch weniger Lkw über den Brenner fahren. Wenn all diese Verbote jetzt fallen würden, würden schlagartig mehr als 30% Lkw bei Tag und bei Nacht über die Brennerautobahn donnern. Das hätte schwerwiegende Auswirkungen auch auf Südtirol und das muss einfach mit allen Mitteln verhindert werden und deswegen bringen wir diese Woche hier im Landtag einen Beschlussantrag, mit dem wir die Landesregierung und den Landtag auffordern, bei der EU-Kommission zu intervenieren, um klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass Salvini nicht für Südtirol spricht und dass Südtirol voll und ganz hinter den Maßnahmen in Nordtirol steht. Der Lkw-Transitverkehr ist fürs Wipptal, Eisacktal sowie auch fürs Unterland enorm. Sei es für Bürger oder auch für die Umwelt. Und daher fordern wir rasche Lösungen und da, dass Beschränkungen nicht aufgehoben werden, sondern neue Beschränkungen eingeführt werden.